Verrauscher aus der Klappergasse. Die hat a Beul am Ei. Ob das vom Alte, ob vom Rauscherkind, das klärt die Polizei. Das Hessische Rundfunks nie machen wird, im Günnersport-Park spielen, machen die Engländer ja den ganzen Sommer. Das sind die berühmten Proms-Konzerte und das letzte wird ja auch immer im Fernsehen übertragen. Haben wir vor ein paar Jahren gesagt, so was müssen wir in Frankfurt etablieren, dass die Frankfurter zum Äppelwei und zur Fleischwurst und zur Rindswurst kommen und sich ein Symphonieorchester anhören. So sind wir heute wieder hier und ich übergebe jetzt das Wort an unseren Hausherrn, den Peter. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Auch im Namen der Familie Postmann, also ich bin hier der Hausherr und der Hausmeister zugleich. Thorsten, schön, dass wir das wieder gemacht haben dieses Jahr. Wir haben viel Mut bewiesen letztes Jahr für die, die schon da waren. Die haben es ja mitgekriegt. Was hatten wir so im Schnitt zwischen 6 und 8 Grad draußen? 4, gefühlte 4. Aber es war trocken. Wir mussten irgendwann dieses Jahr eine Entscheidung treffen. Haben wir Donnerstag um 12 Uhr war Deadline, haben wir gesagt, also das sah noch so aus, dass es regnet. Wir machen es drin. Hat für uns den positiven, für mich den positiven Nebeneffekt. Die Halle wird mal wieder aufgeräumt und wird sauber gemacht. An der Stelle auch herzlichen Dank an meine Mannschaft, die das hier so schön hergerichtet haben. Herzlichen Dank. Ich hoffe, dass alle gut versorgt sind. Wie gesagt, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Wir sitzen hier gut gekühlt auf unseren Apfelweinvorräten. Unsere bekannten U-Boote liegen ungefähr hier runter. Und hier sind so nochmal so 4 Millionen Liter Edelstahltanks Apfelwein. Also wir wollen Sie heute anregen, dass Sie uns helfen, die leer zu kriegen. Deswegen, Keller sind bei uns immer gut gekühlt, gleichzeitig über uns ein Feuchtbiotop. Deswegen ist es auch so kühl hier drin. Die Halle steht so 10 cm das Dach unter Wasser. Da können Sie nachher, wenn Sie mal rausgehen, können Sie sehen, da wachsen also Binsen drauf, da brüten die Enten drauf. Das ist eine Entwicklung von meinem Onkel gewesen. Wir kühlen damit das Regenwasser, was wir sammeln, kühlen wir damit runter und kühlen damit unseren Keller. Also eine ganz wichtige Aufgabe für uns, damit der Keller kühl bleibt. Gleichzeitig sparen wir Energie. Meine Opa entschuldige ich mich an der Stelle, aber wir brauchen das sonst noch genug. Und wie gesagt, dieses Biotop über uns hilft natürlich gleichzeitig, dass die Halle noch kühl bleibt. Aber ich denke, die Sonne scheint. Wir haben gesagt, wenn man hier reingeht, wird es auf jeden Fall schönes Wetter. Ich freue mich, wir haben für beste Akustik gesorgt. Und dem steht eigentlich dem Spaß, dem musikalischen Erlebnis nichts mehr entgegen. Und ich übergebe jetzt an die Profis, weil ich hier oben, aber es sieht von hier oben genauso gut aus wie von unten. Also das ist auch ein aber du hast es. Ich wünsche dir jetzt viel Erfolg, viel Spaß und einen schönen Abend. Danke. Danke, lieber Peter. So sumpf ich alle Nächte weiter, solide sein ist mir ein Graus. Den Kater, den ich nachts mir kaufe, den Schlaf am Tage ich mir rause. Immer an der Wand lang, immer an der Wand lang. Ich bin ja nur da, weil du da bist. Ich bin ja nur, weil du da bist. Du hast doch schon vorher zugesagt, sagte nee, ich bin welche die hier. Also, es war schon ein Matz, Halligalli. Und ausgerechnet in der Sendung, er konnte ja nicht überziehen wie Kuhlenkampf, ausgerechnet in der Sendung waren schon 10 Minuten über der Zeit und der Herr Schenk hatte nicht den Kuhlenkampf-Bonus. Das heißt, wenn der zu lang war, habe die den gnadenlos abgeschaltet. Da hat er also von der Lia Wöhr das Zeichen gekriegt, man müsse die 10 Minuten wieder reinholen. Da hat die also Schilder hingehalten. Dann hat dem also so die Muffe geklappert. So, und jetzt ist er dahin. Jetzt hat er mit jedem einen kleinen Dialog vorbereitet.
den er aber alleine gesprochen hat dann letztlich, weil es an der Zeit gemangelt hat. Das heißt, er hat keinen von denen vier einen einzigen Satz sagen lassen. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, ich wollte Ihnen eigentlich heute den berühmtesten Kinderkurator vorstellen, den Gottfried Preußler, aber der ist leider verschwunden. Und da ist im Saal ein weißhaariger Mann, ist die Hand hochgegangen und hat gesagt, Herr Schenk, hier bin ich. Und er hat gesagt, was machen Sie dann da unten? Und da kam der ganz lieb ans Mikrofon und hat gesagt, ach Herr Schenk, das mit der Proberei vorhin hat so lange gedauert, da wollte ich mal Frau nicht allein sitzen lassen. Ein wunderschönes Lied. Aus der Klappergasse, die hat ein Beutel.